einem Wasserflugzeugunglück im Hamburger Hafen ist gestern ein Ehepaar ums Leben gekommen. Der Pilot der Die Überbringer der Botschaft. Kim Ki-nam Klammer auf links vorne Klammer zu und Kim Eun-gon von der nordkoreanischen Delegation. Seoul nach monatelanger Eiszeit hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il den Wunsch nach besseren Beziehungen zu Südkorea geäußert. Trotz scharfer Kritik aus den USA und Großbritannien hat der libysche Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi den freigelassenen Lockerbie-Attentäter in Tripolis empfangen. Wie die libysche Nachrichtenagentur